Einführung, Newtonsche Axiome, man könnte auch sagen Newtonsche Gesetze. Ein Axiom, ein Fremdwort, ist eine Aussage, die als solches wahr anerkannt wird. Also zum Beispiel 1 plus 1 ist 2, da sagt keiner, das möchte ich aber gerne bewiesen haben. Ne, das Ding ist nicht mehr zu beweisen. Axiom ist eine Aussage, Gesetz. Eine Aussage, die nicht mehr bewiesen werden muss. Newton, wir wissen alle, großer Physiker, 1642 geboren oder 1643, glaube ich. Da streiten sich manche noch. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig liege. Newton war wirklich ein Ausnahmeschüler damals schon und er hat viele Dinge erkannt. Angeblich soll ihm ja ein Kopf auf den Apfel gefallen sein. Wir können es auch gerne umdrehen. Apfel auf den Kopf. Moment mal, ich habe gerade gesagt, Kopf auf den Apfel oder Apfel auf den Kopf. Das ist ein Bestandteil der Newtonschen Axiome. Und zwar das sogenannte Wechselwirkungsgesetz. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir fangen erstmal mit dem Einfachsten an, was wir schon kennen. Und das Einfachste, das schreiben wir uns ganz einfach hin als F ist gleich M mal A. Da muss man sich nicht mehr viel merken. Was das bedeutet, ist letzten Endes, dass man sagen kann, ein Körper, der nicht beschleunigt wird, behält seinen Bewegungszustand bei. Beziehungsweise, wenn ich ihn beschleunigen will, dann muss ich umso mehr Kraft aufwenden, Gesundheit, je massereicher der Körper ist. Wir können auch sagen, Trägheitsgesetz. Das steckt mit dahinter. Trägheitsgesetz, wenn ihr euch das so aufschreiben wollt. Trägheit, na, haben wir es, Gesetz. Naja, heute ist der 11.11. Das andere. Nee. Entschuldigung, falsch, 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 falsch. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Nicht Trägheitsgesetz. Ja, dann mach den Pfeil runter. Moment. Kein Problem. Das Trägheitsgesetz steckt damit dahinter. Okay. Anders. Wir sagen es mal so. Das F ist gleich M mal A ist das sogenannte Aktionsprinzip. Action. Aktionsprinzip. Naja. 11.11., 11.11, wir hatten eben richtig was erlebt. Dieses F gleich M mal A ist die sogenannte Grundgleichung der Mechanik. Also das müssen wir nicht dazu schreiben, die kennen wir. Wir hatten es jetzt letztens bei der Kreisbewegung, da hatten wir A ersetzt als Kreisbeschleunigung. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das steckt letztens dahinter. Ob das nur eine Gradlinienbeschleunigung, Kreisbeschleunigung oder überhaupt eine Beschleunigung ist, ist vollkommen egal. Alles andere gilt soweit. Das Trägheitsgesetz, kommen wir dazu, hängt aber eng damit zusammen. Trägheitsgesetz heißt, ein Körper ist, wenn er, oder sagen wir so, ein Körper möchte gern seinen Bewegungszustand beibehalten. Ob dieser Bewegungszustand heißt Ruhe oder ob der heißt geradlinige, unbeschleunigte Bewegung, ist dem Trägheitsgesetz egal. Und Bewegungszustand auch egal. Bewegungszustand heißt also, ein Körper kann sich bewegen. Und wenn er nicht irgendwie beschleunigt wird, nicht beeinflusst wird, wird er sich mit einer konstanten Geschwindigkeit geradlinig weiter bewegen. Alles andere, was davon abweicht, heißt, dass eine Kraft auf ihn eingewirkt hat. Zum Wechselwirkungsprinzip. Ich würde es anders schreiben. Ich würde Aktion, ich schreibe es mal auf Deutsch, Aktion, das ist Halbdeutsch, ist gleich Reaktion. Da steckt Folgendes dahinter. Wenn ich auf einen Körper eine Kraft einwirken lasse, wird eine genauso entgegengesetzte Kraft dem entgegenwirken, nämlich der Ursache entgegenwirken. Das kennen wir eigentlich. Wir machen uns zum Beispiel gar keinen besonderen Gedanken, wenn wir zum Beispiel hier auf einem Tisch eine Kaffeetasse stehen haben und die steht da einfach so rum. Warum fällt die nicht nach unten? Die Kaffeetasse, die hat doch schließlich letzten Endes auch eine Masse und wird dementsprechend von der Erde angezogen. Und die müsste doch eigentlich nach unten fallen. Die hat doch eine Gewichtskraft aufzuweisen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum fällt die nicht durch? Nun gut, weil die Tischplatte, so komisch wie es klingt, eine Gegenkraft und zwar genauso groß auf die Kaffeetasse wirken lässt. Das heißt, der Bewegungszustand der Kaffeetasse in unserem Bezugssystem, Raum, ist der gleiche. Die Kaffeetasse bewegt sich nicht.
Jetzt könnte man denken, wieso, was für eine Kraft, wenn ich die Kaffeetasse wegnehme, dann müsste er dazwischen in die Höhe hüpfen. Kann man sich anders vorstellen, und zwar, wir stellen uns mal ein Sprungnetz vor. Ich mache das jetzt mal nur pur von der Seite, und auf dem Sprungnetz steht ein Mensch. Dann ist das Sprungnetz eingedellt an der Stelle, wo der steht. Wenn der Mensch weggeht, dann wird das Sprungnetz wieder seine ursprüngliche Gestalt annehmen. Das heißt, wenn der Mensch stille steht, wirkt die Elastizität und die damit verbundene Kraft des Sprungnetzes so, dass der Mensch genau die gleiche Kraft entgegen erfährt, wie er an Gewichtskraft aufzuwenden hat. Geht er wieder weg, ist das Sprungnetz wieder klar. Und wenn man sich das auf einer Tischplatte vorstellt und ich nehme die Tasse weg, dann ist die Tasse tatsächlich aber nur im Nanometerbereich eingedellt. Tatsächlich, ist wirklich so. Das heißt, diese Gegenkräfte, dieses Gegenwirkungsprinzip, das ist überall und allumfassend. Eine andere Sache wäre eine Rakete. Die Gase, die aus der Rakete ausströmen, wir haben es ja in unserem Versuch schon gemacht, wir haben da nicht Gase genommen, sondern haben, damit mehr Masse ausströmt, Wasser rausfließen lassen, und zwar mit Volldruck. Die bewirken eine Kraft. Ja, nach unten. Wenn man die Hand hingehalten hätte, würde man von dem Wasserstrahl nach unten gedrückt werden. Aber umgekehrt bedeutet das, wenn ich jetzt hier den Massepunkt der Rakete nehme, dass die Rakete eine genauso große Kraft nach oben erfährt. Wechselwirkungsprinzip. Wir werden dann noch auf die einzelnen Prinzipien zukommen. Ich habe mir aber noch was Interessantes aufgeschrieben, und da müssen wir uns jetzt nochmal mit beschäftigen. Ich male die ganze Zeit schon Pfeile, und wir haben uns vielleicht noch gar nicht so mit den Pfeilen als solches beschäftigt. Das ist eigentlich auch ein newtonsches Gesetz. Das nennt sich das Superpositionsprinzip. Super als viel mehr. Superpositionsprinzip. Was steckt dahinter? Ich mache mal nochmal einen Pfeil. Ich sage mal, ich habe hier eine Kraft, die wirkt in einem bestimmten Punkt und die wirkt irgendwie von hier irgendwie Richtung Raum nach hinten. Und an der Seite wirkt noch eine Kraft oder zur Seite, die wirkt meinetwegen auch nach hinten. Dann wird sich doch dieser Gegenstand hier, um den es geht, hier diese, meinetwegen eine Kugel, dann wird sie sich garantiert nicht nur in Richtung Blau bewegen. Und auch nicht nur in Richtung Rot bewegen, sondern irgendwie dazwischen bewegen. Irgendwie wird die Kugel im Nichts verschwinden, aber irgendwie zwischen den beiden Pfeilen. Das Ganze wäre jetzt dreidimensional, wir machen das mal zweidimensional. Und jetzt ergibt sich ein Prinzip, wo man sagen kann, Mensch, das ist prima, das hat richtig was für sich. Wir werden uns mal folgendes Wort näher angucken, und zwar das Wort Vektor. Ein Vektor. Der hat zwei Merkmale, und zwar eine bestimmte Größe und eine Richtung. Und ich würde noch ein drittes Merkmal einführen, einen Richtungssinn. Sinn, ich schreibe es extra mal so. Vektoren stellt man zum Beispiel vektorielle Größen in dem Zusammenhang, können zum Beispiel Kräfte sein. Und wir machen uns mal Folgendes klar. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Knochen hingeschmissen. Und der olle Knochen, der ist vielleicht auch noch ein bisschen mit Fleisch behangen und so. Und dann kommen ein paar Bellos an. Und zwar, alle Bellos haben die Möglichkeit, an dem Knochen anzufassen. Bello Blau ist groß und zieht in diese Richtung. Wir bleiben jetzt mal wir gucken die Sache von oben an. Bello Rot ist genauso groß. Packt knapp daneben an und zieht in die Richtung. Wenn das eine Richtung ist, nämlich eine Linie, dann müsste der Knochen da bleiben, wo er ist, wenn beide Kräfte gleich groß sind. Und so kann man sich einen Vektor vorstellen. Wenn man zum Beispiel schreibt F und macht einen Pfeil drüber, dann ist damit eine gerichtete Kraft gemeint. Und jetzt kommt das Schicke. Je größer die Kraft, umso länger malt man den Pfeil. Und kann demzufolge dann wieder geometrisch ganz einfach nachmessen. Wir bleiben mal bei den beiden Bellos. Jetzt kommt wir bleiben nicht dabei. Jetzt kommt noch ein grüner Bello dazu. Der ist aber klein. Und der zieht von oben gesehen in die Richtung. Jetzt dürfte klar sein, jetzt können Rot und Blau noch so dolle ziehen.
Ein bisschen wird sich der Knochen doch in die Richtung bewegen. Jetzt kommt noch ein violetter Bello dazu. Der ist ziemlich groß, aber nicht so groß wie die anderen beiden und er zieht in die Richtung. Das heißt, es könnte sein, dass er den grünen Bello doch übertrumpfen kann und zieht in die Richtung. Was kann man jetzt damit machen? Jetzt kommt was ganz Einfaches. Ich werde das mal schnell kopieren und dann kann man was nämlich damit anfangen mit diesem Bild. Vom Prinzip her geht das so einfach, dass man sagt, ach Mensch, das hätten sie uns eher zeigen können. Ich mache es mal ein bisschen mehr in die Mitte. So. Und jetzt nehme ich mal den Knochen weg und wir nehmen mal den Knochen in einem Massepunkt zusammen. Den Massepunkt mache ich jetzt einfach bloß schwarz. Na, komm her. Und um die Bewegungsrichtung zu bestimmen, kann man Folgendes machen. Man sagt einfach, ich fange mal an mit 1, 2 und 3. Ich fange mal mit Uhrzeigersinn an. 1, 2, 3 und 4. Das sind die Kräfte, also F4, F1, F2, F3. Und jetzt kommt das Schicke an der ganzen Sache. Wir fangen einfach mal mit Kraft 1 an und sagen, und jetzt das Prinzip einfach merken. Und die blaue Kraft, die kann man parallel einfach an die Spitze der grünen Kraft verschieben. Wir verschieben das und sagen, wenn es nur grün und blau gäbe, wo würde sich der Knochen dann hinbewegen? Ganz einfach. Jetzt nimmt man ganz, am besten ich nehme mal hellblau, damit es immer auffällt, als erste resultierende Kraft, resultierend, also aus den beiden Kräften resultierend. Dann hieße das, genau von Massepunkt bis zur Spitze wäre das F1,2. Das wäre die resultierende Kraft. Also resultierend, das Resultat, das Ergebnis, resultierende Kraft. Und diese resultierenden Kräfte, die werden wir jetzt für alle anderen Bellos mitmachen. Jetzt kann ich sagen, gut, okay, diese resultierende Kraft würde bewirken, dass der Knochen, der Massepunkt, sich in die hellblaue Richtung bewegen würde. Jetzt kann ich die hellblaue resultierende Kraft parallel verschieben an die Spitze von, ich habe nämlich F1 und 2 abgearbeitet, an die Spitze von F3. Und zwar parallel verschieben und genauso lang wieder hinschieben. Ich habe also dunkelblau. Ich habe also, pardon. Nee, das kommt davon. Parallel verschieben, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Die hellblaue Kraft verschiebe ich parallel, die muss genauso sein von der Länge und von der Richtung und dem Richtungssinn. Das ist also hier F1, 2, allerdings verschoben, ne? Und jetzt kann ich das Gleiche mit lila und hellblau machen und kann sagen, naja, dann verbinde ich wieder den Massepunkt mit dem letzten Pfeil. Und jetzt werden wir mal sehen, jetzt muss ich mir überlegen, dunkelgrün haben wir schon. Jetzt ist die neue resultierende Kraft diese hier. Diese ist jetzt F1, 2, 3. Das heißt, der Knochen würde sich hierhin bewegen, in diese Richtung, so wie die hellgrüne ist. Und das gleiche kann ich jetzt auch mit der hellgrünen machen und kann die hellgrüne an die Spitze des roten verschieben, parallel. Dann wäre die vielleicht ungefähr hier verschoben. Dann wäre das hier F1, 2, 3 Strich. Das ist also die neue resultierende Kraft aus erster, zweiter und dritter Kraft. Und wenn ich die jetzt mit dem Massepunkt verbinde, was nehme ich denn jetzt vor Schreck? Jetzt nehme ich hellblau, dann hätte ich hier das als echte Bewegungsrichtung, wo sich der Knochen hinbewegt. Das wäre dann F1, 2, 3, 4. Der Vorteil an Vektoren ist also, je länger, umso kräftiger. Richtung und Gegenrichtung würden sich aufheben, ne? Rot und dunkelblau hätten sich aufgehoben, aber Richtungssinn gibt noch an, wo es hingeht, wenn eine von den beiden größeren ist. Und wenn ich die jedes Mal parallel verschiebe, die neuen resultierenden Kräfte, jedes Mal, immer wieder an die nächste, an die nächste, an die nächste, bis ich fertig bin und dann wieder zurück zum Massepunkt gehe, dann habe ich also hier, naja, ich hoffe, man sieht das, dann habe ich hier letztendlich die Bewegungsrichtung, wie sich wirklich, ich kann auch diese neue dahin bewegen, wie sich wirklich der Knochen bewegen würde. Nämlich hier hin, ein kleines Stück, vielleicht anderthalb Kästchen nach rechts. Wenn ich jetzt irgendwelche Kräfte zuordne, also Beispiel,
f als Vektor entspricht, meinetwegen, oder ich mache es so, f als Vektor wäre 10 Newton und ich zeichne dann 10 Newton entspricht 1 Zentimeter, dann brauche ich bloß eins zu machen. Ich zeichne ein Kästchen lang eine Kraft, wenn der Richtung und Richtungssinn stimmen und hätte hier zum Beispiel F1. Ich könnte also, wenn ich hier verschiedene Kräfte mit einem gewissen Maßstab ausgestattet hätte, könnte ich dann zum Schluss hier abmessen und sagen, diese Strecke, das entspricht meinetwegen 8 Newton. Ich habe also die Bewegungsrichtung gewonnen. Rein durch die Skizze, durch das Parallelverschieben und wieder neu ranschieben, neu ranschieben, neu ranschieben. Und ich habe sogar anhand der Länge von hier bis hier, habe ich sogar dann, wenn das zum Beispiel 8 mm wären, wären es 8 Newton. Habe ich noch die Länge der Kraft auch noch. Also das wäre ideal. Und das kann man sich angewöhnen und wenn man das macht, dann kommen wir weiter. Dann können wir da also weitermachen. Jetzt haben wir allerdings noch was vor. Ich mache jetzt an der Stelle erstmal Pause, damit wir das Ganze verdauen können. Gut, an der Stelle natürlich, das war jetzt ein bisschen viel. Ich werde dann hier wieder den Verweis machen in dem Video, damit man dann zur Übung kommt. Also ein Verweis, da steht dann drin, Klick und dann weiß man, wie man auf das Übungsvideo kommt. Dieses Video halte ich an der Stelle erstmal an und mache das aus.